gerade? Mein Hirn zermartern, wie immer, wenn ich hier sitze. Das ist mein Laptop, auf dem schreibe ich seit, ich darf es gar nicht laut sagen, seit 8 Jahren schreibe ich darauf meine Bücher. Da ist jedes Buch drauf entstanden, ob das jetzt die Venetian Vampires waren, ob das Time war, ob das jetzt Gefangene der Wildnis war oder das nächste Highlands mit Hindernissen. Das ist alles mit diesem lieben, guten, alten Stück hier. Also ich bin kein Wegwerfmensch, ich bin ein Ich-Hals-Mensch. Und ja, hier schaue ich halt dann, dass mir die ganzen Ideen kommen dazu, zu den Büchern. Mir ist da auch eine ganz tolle gekommen, aber die hat mir die letzte Lektorin rausgeschmissen. Kennt ihr den Director's Cut, so Deleted Scenes und sowas alles? Ich hab da was für euch. Psst. Nachdenklich zog Sumpala dem gerade erlegten Hasen das Fell über die Ohren. Während er es rasch und geschickt mit Eis und Schnee reinigte und über einen Ast hängte, ging ihm die fremde Frau nicht aus dem Sinn. Woher mochte sie kommen? Wer war sie? Und vor allem, was hatte sein Bruder mit ihr zu schaffen? Viele Fragen. Doch solange sie nicht sprach, würde er wohl kaum eine Antwort erhalten. Seufzend wusch er dem Hasen im eisigen Wasser des Brunnens. Egal, was auch geschehen sein mochte, sein Bruder spielte ein verdammt gefährliches Spiel. Andererseits war Schack niemand, der sich oder andere mutwillig in Gefahr brachte. Die Fremde jedoch brachte sie alle in Gefahr. Aber sollten sie die junge Frau einfach zurück in die Wildnis schicken? Der Gedanke behagte ihm gar nicht. So, das wisst jetzt nur ihr und sonst keiner.